Ja, Lialöchen, ich bin euer Lieblingsnoob Konrad und wir spielen heute wieder Minecraft. Ja, letztes Mal hat es mich ja ein bisschen gekostet und wir wollten eigentlich ja nur terraformen hier ein bisschen, ne? Aber ich habe wieder so eine Höhle entdeckt und habe wieder gemeint, ach, da gucken wir mal rein. Aber ich sollte es einfach sein lassen. Wobei ich die Höhle da jetzt schon noch gern erkunden würde. Die ging, glaube ich, schon noch ein Stück weiter. Können wir ja bei Gelegenheit dann mal tun. Mal wieder auf Tour gehen ein bisschen. Ein bisschen was erleben. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir für unsere Pferde hier ein schönes Zuhause hinbekommen. Wo die Pferdchen dann schön leben können und... Ich muss nur gucken, dass ich mir den Eingang zu dieser Höhle... War das hier? Ja, dass ich mit denen nicht zubaue. Machen wir das erstmal mit dem Terraform bündig hier. So. Und dann können wir vielleicht... Ne, in der Folge werden wir es nicht schaffen. Da werden wir hier weiter bauen und die Pferdchen holen. Aber beim nächsten Mal dann vielleicht mal in die Höhle stiefeln. Und gucken, was es da so Feines gibt. Vielleicht gibt es da dann auch mal einen Monster-Spawner. Dann könnte ich mir hier direkt an meiner Hütte mal eine XP-Farm bauen. Das wäre natürlich auch schön. Weil so viel Leveln, wie ich immer verliere, durch meine Schusseligkeit, vielleicht auch sinnvoll. Wenn ich das dann mal brauche, dann habe ich's. So, jetzt mal gucken. Wie machen wir denn das mit dem Pferdegatter? Erstmal würde ich sagen, dass wir hier zwischenreihen auf jeden Fall... Also erstmal machen wir den Weg hier weiter. Den machen wir weiter. Die Sonne geht schon wieder langsam unter, ne? Ich sehe es, ich sehe es. Machen wir auf jeden Fall den Steinweg fertig. Machen wir den mal bis dahin. Bis dahin. So, und gehen dann. Können wir schon schlafen? Wahrscheinlich nicht. Obwohl, ich habe schon Monster gehört. Dann dürfen wir wahrscheinlich auch schon schlafen gehen. Wir probieren es einfach mal aus. Oh, dieses Lied finde ich so schrecklich. Das muss ich unbedingt mal aus meiner Playlist nehmen. Furchtbar. So. Bisschen Haya-Papaya machen. Eine Spinne. Natürlich, es sind Monster in der... Wie kommt denn die eigentlich da hin? Wie kommt hier rein? Komm runter. Boah, mit diesem Hitzsystem. Ich komme echt nicht... Wie kommt die hier rein? Die muss hier drin gespawnt sein. Hm. Komisch. Ach so, schlafen wollte ich, ne? So. Wir ruhen uns aus und gehen frohen Mutes wieder nach draußen, um unsere Koppel fertig zu bauen. Was essen. So, dann habe ich hier den Weg gerade gemacht. Und ich würde hier zwischenreihen auch einen Weg bauen. Wo man dann schön auch zwischen den einzelnen Gehegen durchlaufen kann. So, ich habe doch eigentlich auch eine Schaufel im Gepäck, ne? Kann ich mich erinnern. Aber konsequent bedeutet auch, einen Holzweg zu Ende zu gehen. So, jetzt bauen wir die Steinchen. Und dann würde ich hier quasi das... Pferdegehege anfangen. Wenn wir das so bündig mit dem Hühnchengehege machen wollen, dann würde das quasi hier enden. Und nebendran machen wir dann irgendwo die Apfelplantage, die Apfelbaumplantage.
So, dann würde ich... Wir müssen da auf jeden Fall... Wie breit machen wir das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da geht noch was. Da ist noch diese Höhle, ne? Diese Höhle. Sechzehn, siebzehn. Machen wir es so breit, oder? Würde ich mal sagen. So. Müssen wir hier natürlich überall mit Erde zubauen. Schön säuberlich. Und bauen da Dingen hier. In aller Ruhe. So. Und habe ich jetzt keine Zäunchen mehr dabei. Och. Komm schon. Muss jetzt nochmal rein. Bei schönem Wetter muss ich jetzt rein Zäunchen machen. Mensch. Warum? Hier mal rein Zäunchen machen. Brauche ich wieder Bretter. Da sind, glaube ich, keine mehr drin. Nehmen wir uns so einen Klotz mit. So ein Klötzchen. Da ist er. Oh, Inventar schon wieder so voll. Boah. So viel Scheiß im Inventar wieder. Oh. Moment. Muss mein Inventar leer machen. Ich habe wieder zu viele Monster gekillt, glaube ich. So, das Zeug. Ach, da kann ich die Eier auch reinmachen und die Weizenkörner. Dann kommt der ganze Körnerkram hier einfach mal rein. Das rohe Fleisch machen wir da auch rein. Dann habe ich noch was für die Holzteilekiste. So, und dann können wir jetzt... Dann können wir... So. Oh. Knöpfe. Dann können wir jetzt Zäunchen bauen. Dazu brauche ich natürlich auch wieder Stickies. Und die Zäunchen waren mit den Stickies in der Mitte, glaube ich, ne? Aber jetzt... Das müsste reichen an Zäunen eigentlich. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. So, wir gehen wieder raus. Wo wir unsere geplante Koppel haben. So, das Hühnchen muss... Das muss weg. Und dann machen wir die Koppel hier mal fertig. Den Eingang zur Pferdekoppel würde ich zu der Seite hier hin machen. Und zwar, jetzt nähern wir uns wieder der Mitte. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und die zwei geben dann sozusagen die Pforte. Nicht dahin, dahin. Und dahin. So, dann kommen da die Pferde rein. Ich weiß gar nicht, muss ich für Pferde das höher bauen oder reicht ein normaler Zaun? Gute Frage, ne? Aber wir holen jetzt die Pferdchen im Schweinsgalopp. Das war, glaube ich, einfach nur immer geradeaus hier, ne? Holen wir die Pferde ein. Pferde rein, Pferde rein. Durch den tiefen Wald. Ich hoffe, ich kriege die Pferde hier auch durch. Und sind sie noch da? Sind noch da. Fein. Ach, und Eselchen hatte ich ja auch. Okay, und jetzt habe ich natürlich keine Seile dabei, keine Leinen. Kommando rückwärts. Immer das Gleiche.
Stimmt, die habe ich da mal weggenommen, weil die nämlich... Die verschwinden, wenn man sich zu lange da nicht mehr aufhält. Naja. Lauf mal einfach wieder zurück. Holen Sie uns ein paar Seilchen. Oh, die Burg, das sieht schön aus, ne? Schön. So, ich hoffe, ich habe noch genug Leinen. Wenn nicht, mache ich halt nochmal welche. Ich habe ja genug Zeug eigentlich da. Und die habe ich, glaube ich... Welcher Kiste habe ich die? Jetzt habe ich das eigentlich alles so schön gemacht, ne? Und hier bei den Schleimbollen, glaube ich, sind die drin. Genau, Leinen. 4 Stück. Müssten reichen. Wir holen nämlich erstmal die Pferde. An die Esel habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Für die Esel müssen wir ja auch noch ein extra Gehege machen. Für die Esel können wir da nebendran vielleicht machen und machen da dann die Apfelbäumchen hin oder so. Müssen wir mal gucken. Jetzt holen wir die erstmal. Die Pferde. Die Pferdlein. Dumm. Du dumm, dumm, dumm. Du dumm, dumm, dumm. Pup. Ja. Ach, die habe ich komplett eingebaut hier, ne? Da muss ich jetzt aufpassen. Weil das müsste ich ja auch wieder zumachen. Wenn ich dann die Esel hier drin behalten möchte. Wie mache ich das jetzt am ungeschicktesten? Ich habe 2 Pferde. Das dritte, da können wir dann eigentlich auch noch mitnehmen. So. Mal 2 Zäunchen weg. 2 Pferde. 1 Pferd. 2 Pferde. So, kommt mal mit. Dann kann ich hier wieder zumachen, sonst hauen mir die Esel ab. So, dann bleiben die Esel nämlich da drin. Das Pferdchen hier hat sich schon wieder von der Leine gelöst. Ich muss was essen. Und dann war da vorne noch ein Pferdchen, das nehmen wir auch noch mit. So, kommt ihr? Ja, fein. So, das habe ich jetzt auch und die anderen 2 verloren. Okay. Und die Leinen müssten da noch liegen. Genau. So, das wird jetzt ein lustiger Marsch wahrscheinlich. Am besten ich laufe so. Kommen die da nicht hoch oder was? Was soll denn das? Seit wann kommen die da nicht hoch? So, jetzt komm mal. Seit wann kommen Pferde da nicht mehr hoch? Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt nicht wirklich euer Ernst. Das kann doch nicht sein. Da kommt ihr doch auch hoch. Das stimmt mit euch nicht. Kommt jetzt hoch. Die gehen nicht mehr hoch. Warum nicht? Und es wird dunkel. Ach, Mann. Oh, das nervt mich jetzt echt. Warum geht das nicht mehr? Och, Manu. Ich will wieder zu Hause sein, bevor es total dunkel wird. Wir sprinten Richtung Heimat. Wir sprinten Richtung Heimat. Mann, das ist jetzt echt... Das ärgert mich. Da kommen auch schon wieder unsere ersten Lieblinge. Stirb! Oh, das sieht schön aus, hä? Das ist ein Panorama. Och, Manu, das ärgert mich jetzt mit den blöden Pferden. Warum geht das nicht mehr? Müssen wir das dann verschieben, bis das gepatcht ist, oder was? Oh, nervig, nervig. So, ab in die Bude, ab aufs Ohr legen.
ab aufs Öhrchen. So, Runde schlafen. Oh, das nervt mich jetzt. Das ist echt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Okay, da haben wir jetzt eine kurze 15-Minuten-Folge. Wurde auch mal wieder Zeit. Ist ja eigentlich immer mein Ziel, 15 Minuten. Beenden wir an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Euer Lieblings-Noob Konrad. Ciao. Tschüss.